Ja, wir haben noch einen Tag. Wie weit ist der jetzt hier mit den Feldern? Er hat ein Feld fertig. Na, siehst du. Guck. Dann kann er hier morgen das zweite Feld machen. Feld Nummer 3. Feld Nummer 3. Kategorie zurücksetzen, da kommt Karotte drauf. So. Zurück und bestätigen. Und Feld Nummer 4. Kategorie zurücksetzen, da kommt jetzt auch Karotte drauf. So, dann haben wir die beiden Felder mit Karotte und das da hinten liegt brach. So. So viel Zeug, ey. So, schlafen bis zum nächsten Tag. Dann machen wir uns noch mal auf die Suche. Entweder wir finden eine Frau für den Marktstand oder wir finden eine Frau für die Kühe oder wir finden eine Frau für nochmal für die Scheune nicht, aber eine Schmiedin oder sowas. Irgendwas werden wir schon finden müssen. Wieso kommt dieses Pferd eigentlich von dort? Jetzt habe ich nicht mehr. Ach, dieses Pferd echt. Das muss leider sein. Das muss leider sein. Kommt immer von hinten, egal wo man steht. Ja, es ist das, was ich befürchtet habe. So. Wie gesagt, Fleisch und so weiter. Am besten wäre es eine Köchin zuerst, weil das Kochen, das muss echt besser klappen, ne? Kann nicht sein, dass jemand nur gebratenes Fleisch, die soll Suppen kochen. Und zwar vorrangig, damit die Leute zufrieden sind. Ich habe hier keine Lust, die ganze Zeit Kohl und so ein Kram zu verkaufen. Also Augenprobleme. Die haben weder Augenprobleme noch haben die Probleme mit den Winden. Also das. Trinken. Oh, tatsächlich. Ah. Ach, guck. Siehst du. Funktioniert. Dankeschön. Fischi, Fischi, Fischi. Genau, wir gehen jetzt hier gerade hoch. Versuche es zumindest. Warte mal ab. Steig mal ab. Steig doch mal ab, Blindfischandrina. Hat schon wieder was entdeckt. Brennholz. Noch mehr Brennholz. Stock, 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 Stock. Seht ihr noch was? Nee, ne? Nur noch diesen dämlichen Pilz, ne? Eine Fackel. Ah. Ah, guck. So, mehr ist hier tatsächlich nicht zu finden. Aber ich hab's gesehen. Zweier oder Dreier Küche, dann gehen zwei Köche. Ich glaube, ich kann schon zwei Köche. Schon wieder deinen frischen Kaffee weitergegeben. Ja, ich muss auch noch mal irgendwie
betteln und hausieren gehen. Da läuft ein Schwein hinter mir, kann das sein? Guck mal, wie schön. Einmal gerade durchgeritten. Sehr schön. Das war doch mal ein guter Ritt. Nicht zu lang. Gemütlich. Wurde einem fast gar nicht schlecht. So, dann schauen wir mal, was hier Gutes gibt. Hier sind zwei weibliche Wesen. Zwei weibliche Wesen. Die ist gut. Oh, da haben wir einen für die Kühe. Aber die will nicht, oder? Und die haben wir... Oh Gott, die ist ja grottig schlecht. Tja, ich glaube, dann ist der Rubel schon gefallen. Dann müssen wir heute noch Kühe holen. Frieda. How are you? Frieda. Großartig, wir sehen uns dort. Dann wissen wir, dass wir jetzt noch uns beeilen müssen und Kühe holen müssen. Ach, die Alte, die muss ich ja auch noch verwalten. Warte mal. Frieda zieht ein. Hier rein. So, jetzt ist die erstmal versorgt. Die hat erstmal ein Dach über den Kopf. So. Die andere wäre für den Markt. Was macht denn unsere Marktfrau? Kann die noch was anderes außer gut aussehen? Warte mal. Produktion hoch, Dienstleistung. Da haben wir einen Marktstand, ne? Hier haben wir Ivona. Die ist da schon auf 10, ne? Nee, ich suche noch eine Köchin. Ich suche noch eine Köchin. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Den Marktstand müssen wir ein bisschen abwarten. Brauch was kocht. Und die beiden arbeiten hoffentlich fleißig. Die haben hier ein schönes Zuhause. Alles, was sie brauchen. Ach, komm schon, Pferd. Wir haben hier keine Zeit. Keine Zeit zum Verschleudern. Endlich Käse im Dorf. Ja, wir müssen gleich noch Kühe holen. Was haben wir hier noch? Kannst du kochen? Bist du überhaupt jemand? Du bist jemand. Du hast auch... Kochen. Kochen ist das Letzte, oder? Ich danke. Kochen ist doch das Letzte, oder? Ist hier, ne? Da gehört Kochwissen, naja. Die hat nur 2 dort, aber... Da hinten finden wir nur Männer. Wie viel Geld ist im Lager? Das habe ich rausgenommen vorhin. Ich habe jetzt hier 15.000. Weißt du was? Du kommst mit, du bist die nächste Köchin, eine zweite Köchin. So. Ist jetzt wurscht. Keine Müdigkeit vortäuschen. Wo bist du? Du, hier. Hier und Arbeitsplatz. Du gehst hier in die Küche. Zack. So, als Köchin. Und dann können wir hier... Produktion, Küche. Zeig mal an. Für Kohlsuppe ist kein Kohl da? Warum nicht? Was ist nicht da? Fleisch ist nicht da. Wieso haben wir kein Fleisch da? Das glaube ich ja wohl nicht, oder? Da müssen wir höher drehen. Können wir gar nicht, siehst du? Rühreier sind in Arbeit. Wieso ist kein Fleisch da? Das verstehe ich nicht. Hä, wir haben kein Fleisch bei uns?
Was macht denn die Jägerin? Ist die schon in... Ist die schon jetzt zu Hause oder was? Nee, oder? Jagt die jetzt schon nicht mehr? Oh Gott, ich habe keine Zeit mehr. Wenn die jetzt schon nicht mehr jagt, ne? Wenn die jetzt zu Hause steht mit dem Kind. Aber nee, da war doch Schwangerschaft angezeigt, oder nicht? Wenn Schwangerschaft angezeigt, dann ist die doch noch nicht zu Hause. Das Pferd kann nicht mehr. Ich dreh durch. Ja gut, ich will mich nicht beschweren, wir sind mit dem Pferd echt schneller unterwegs. Kann man nichts sagen. Also damit sind wir wirklich schneller unterwegs. Oh. So. Kuh. Das ist ein Stier. Warte mal, Stier kaufen. Bah. In den Kuhstall. Ein Slot. Und eine Kuh. Alter. Das sind Kosten. So. Dann brauchen wir jetzt die Frieda. Die geht jetzt einfach mal Kuhstall. So. So. Damit sollte die auch glücklich sein. Aber guck mal hier. Nee, wo ist denn die? Da unten. Die ist doch noch schwanger. Die ist doch noch nicht... Die jagt doch noch. Status schwanger. Warum sagen die mir dann in der Küche, dass die kein Fleisch haben? Ja, Pferd ist gut. Kannst du eine Dorfrunde an einem Tag gut schaffen? Ja. Wenn man sich nicht so tölpelhaft anstellt wie ich, kann man das ganz bestimmt schaffen. Aber ich gebe mein Bestes. Auch wenn es manchmal nicht reicht. Eine Kamera. So, ab nach Hause. Jetzt muss ich mir das erstmal zu Hause in Ruhe alles angucken. Wir haben jetzt zwei Köchinnen. Ich hoffe, dass die jetzt zurechtkommen. Aber warum die sagen, kein Fleisch ist da? Ist doch Fleisch da. Da habe ich alles rausgenommen? Nein. Irgendwas ist da bei der Optimierung nicht ganz gut gelaufen. Ich wollte Fleisch braten. Ich habe es tatsächlich gar nicht gebraten. Ich wollte Fleisch braten, aber habe es dann im schlussendlich nicht gemacht, weil das Braten des Fleisches zu lange dauert. Ich hatte ein bisschen Fisch angefangen zu braten, aber das Fleisch gar nicht. Ja, demnächst stehen da noch Bienen an. Hallo, Schafbock. Und Ziegen noch, ne? Nee, warte mal. Doch, Ziegen noch. Natürlich, Ziegen noch. Brauchst dich nicht verstecken, mein Freund.
Ah, ihr habt auf jeden Fall was zu essen. Oh, schön hier, ne? Das gefällt mir richtig gut. Ich finde die Tierinsel echt schön, ne? Muss ich jetzt mal so sagen. Hast du es im Inventar? Im Inventar habe ich Fleisch von den Fallen. Ich gehe jetzt gucken. Ich gehe jetzt gucken. Mach einen Bereich nach dem anderen. Das ist einfacher. Das Problem ist, wenn du eins optimiert hast, dann siehst du beim nächsten wieder, dass das nicht mehr funktioniert, ne? So, eine neue Hasenfalle. So. Noch eine neue Hasenfalle. Guck mal, unsere Frau steht immer noch mit dem Kind dort, ne? Das ist echt zum Jammern. Und hier bräuchten wir eigentlich eine Rattenfalle und nicht eine Vogelfalle. Also wirklich, was ich da wieder geträumt habe, möchte ich mal wissen, ne? So. Inventar, Essen. Hier habe ich nur 11 Dings. Ich muss gleich mal gucken, was hier los ist. Warum die sagen, die haben kein Fleisch? Das gibt's doch gar nicht. Das Wachstum des Dorfes macht dir halt auch immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Ja, das stimmt. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Die haben nur gebratenes Fleisch. Ich glaube, ich muss bei dem Braten des Fleisches mal ein bisschen zurück. Glaube, ich habe den Fehler gefunden. Die sollen nicht mehr Fleisch braten. Bücher. Hier, wir sollen hier nicht mehr Fleisch braten. Das geht nicht mehr. Wir brauchen das. Dann sollen die hier mehr Suppen kochen. Echt mal. Oder das Fleisch gar nicht braten, damit Suppen kochen. Und dann sollte das eigentlich gehen. Landwirtschaft. Was hat er für ein Problem? Er hat kein Problem. Tierhaltung. Wo ist hier das Problem? Kuhstall und Pferch. Was ist das Problem da? Produktion nicht eingestellt. Ach ja. Ach ja. Wir müssen ja auch noch Scheren machen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also Milch. Schafsmilch. Nee, ich will die Eintöpfe drin haben. Deswegen habe ich Kohl und Rüben. Ich möchte die Kohl und Rüben für die Eintöpfe haben. Ach, Schafe machen keine Milch. Ich bin auch ein Trottel. Oder doch, Schafsmilch gibt's doch bestimmt, oder? Du hast keine Ziegen. Ja, ich hab's gemerkt. Ich bin ein Trottel, Philipp. Mach dir keine Sorgen. Aber ich muss Scheren für die machen. Damit die das machen, oder? Und Kuhstall? Kuhstall müssen wir auch einstellen, natürlich. So. Und der macht Milch. Da kommt nicht viel bei rum, ne? Auf 100% kommt 3,083 Milch, dein Eimer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Was ist hier falsch? Küche. Kein Material. Das werden wir noch gewahr werden. Aber wenn Shibora rausgeht, dann haben wir noch Nies Tanker. Sie ist vielleicht nicht ganz glücklich, aber das ist mir wurscht. Die muss jetzt erstmal hier ran. Die Kohlsuppe ist kein Eintopf. Die brauchen Fleisch und das. Die beiden Suppen sollen eigentlich laufen. Wenn ich jetzt, ich stehe ja hier drin, wenn ich jetzt hier das Fleisch, was ich habe, reintue. Wo ist es? Da. Wie spät haben wir es? Map. 13.17 Uhr. Das müsste ja dann gleich irgendwie in die Produktion gehen, ne? Das müsste ja eigentlich gleich in die Produktion gehen bei der Küche.
Ja. Geht sofort into the production. Sehr schön. Wir werden das Fleisch jetzt nicht mehr braten lassen, sondern werden das gleich verkochen lassen. Die sollen ja Suppen kriegen. Eine Kuh, der Züchter auf drei, was willst du verlangen? Ja, mehr. Wo mache ich Scheren für die Wolle? Oder habe ich Scheren hier drin? Ich glaube nicht, oder? Schaufel, Axt, Fischspeer, Holzspeer, Steinmesser, Steinspitzhacke. Nee, haben wir nicht. Aber dafür haben wir Eimer, die wir hier mal rausnehmen können. Obwohl, die Eimer müssten eigentlich drinnen bleiben, ne? Wir müssen die Eimer da drinnen lassen, denn die brauchen ja für die Kuhmilch brauchen die ja Eier, ne? In der Schmiede werden die Scheren gemacht. Hier? Holz, kein Werkzeug, warte, nein, wir gehen gleich auf Bronze. Hier, Schere, Schemata freischalten, ein Bronzebarren. Ein Schemata freigeschaltet, so, dann werden wir da mal mit dem Bronzebarren ein paar Scheren herstellen. Wir haben immer noch vier Bronzebarren, der kommt gar nicht hinterher, der Meister, du. Bestätigen, oder wir müssen die Bronzebarren machen, keine Ahnung, nicht. So. Eisen. Bronzewerkzeuge, Scheren. Boah, jetzt mache ich eine Schere. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schmied. Also auf jeden Fall noch ein Haus. Und dann Schmied muss noch rein. Wir müssen auch noch mal kontrollieren. Schau mal nach. Eimer im Nahrungsmittellager. Ich glaube, da waren welche. Die sind aber alle voller Wasser, glaube ich. Nur wenn die leer sind, sind die im Materiallager. Nahrungsmittellager sind ganz viele. Die sind mit Wasser gefüllt. Hier sind richtig viele. Die sind aber alle voll mit Wasser. Nee. Die sind nicht mit Wasser. Wieso? Ja. Oh, guck mal, hier ist schon der erste Eintopf. Guck an, guck an. Hier sind leer. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, Guru. Dann tun wir die ja auch gleich mit rein. Ach, Quatsch. So rum. So. Dunk. Schon wieder so viel Dunk. Brennholz, breitwegerig. Säckchen können wir auch schon wieder. Ich brauche. Oh, guck mal, Eisen. Also irgendwann wirklich. Ach, warte. Bronzescheren muss ich hier da reinmachen. Warte, hier die. F-E-F. So. Warte. Ich wollte Apfel und so weiter verkaufen. Mache ich nächstes Mal. Heute nicht mehr. So, wir haben jetzt... Ich muss Optimierungsarbeit machen. Er ist auch schon wieder extrem weit, ne? Meister, du hast jetzt noch 2,5 Tage. Meinst du, schaffst das Feld? Warum hat der jetzt hier aufgehört? Verstehe die Welt nicht mehr, aber ist auch egal. Holt er sich jetzt jedes Mal einen Dünger und verteilt den dort, oder was ist los? Ei. Leute, kauft euch Käme. Es kommen lausige Zeiten. Wir sitzen uns mal hin fürs Lagerfeuer. Ist es zu hell? Säckchen holen. Muss ich die da reintun? Ist er dann schneller? Also,
Optimieren. Unbedingt. Ich muss unbedingt optimieren. Alles optimieren. Das geht gar nicht. Nee, nee, ich meine auch, die Säckchen können im Materiallager bleiben. Also wir brauchen definitiv noch die Marktstände, dass ich nicht ständig alles verkaufen muss. Des Geldes haben wir, für heute hat's gereicht. Wir mussten dem Geld nicht zwangsläufig hinterherlaufen. Aber wir brauchen definitiv noch jemanden für die Schmiede. Und auf jeden Fall noch jemanden für die Landwirtschaft. Eine Köchin haben wir schon. Obwohl da die eine, die andere wieder ausfällt. Müssen wir mal gucken, wie wir das kompensieren können. Aber ich will die Marktstände haben. Ich will nicht mehr rumlaufen und überall alles verkaufen. Und wir müssen natürlich das mit dem Holz alles ein bisschen optimieren. Und auch das Eisenwerkzeug. Die sollen alle Eisenwerkzeug bekommen. Aber das werden wir in den nächsten Folgen machen. Und wir brauchen noch Ziegen. Genau, wir brauchen noch Ziegen dann und Bienen. Ziegen und Bienen. Und dann hätten wir, glaube ich, alle Tiere an Bord. Und was dann noch an Leute gebraucht wird für irgendwelche Produktion etc. pp. Für die werden dann noch Häuser gebaut. Aber das sehen wir alles ein bisschen später. Barney fehlt. Barney fehlt. Schauen wir mal. Da brauchst du schon Mondprodukte. Kamel hilft da nicht mehr. Stimmt. Wir wollten Zwiebeln anpflanzen und. Werde die wahrscheinlich die Felder auch nochmal teilen. Dass wir nicht nur große Felder haben. Auf jeden Fall brauchen wir dann auch jede Menge Tierfutter wieder. Das heißt, ich habe nur Haferkorn in der Tasche, das auch noch gedroschen werden muss. Aber fürs Dreschen geht tatsächlich so ein ganzer Tag drauf. Und da brauchen wir definitiv Angestellte. Das muss jemand machen. Da bin ich auf dem Feld schneller und der kann dreschen, was das Zeug hält. Aber das schauen wir alles in den nächsten Streams. Für heute ist Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen auf YouTube. Wenn euch das Durcheinander und das ewige Optimieren gefallen hat, dann einfach mal ein Däumchen unter den Videos. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye.